Der Satz, der uns heute durch unseren Tag begleiten soll, steht im 5. Buch Mose. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. Im 5. Buch Mose stehen ganz viele Gesetze und Regeln, ganz viele Gebote, die einzuhalten sind. Es wird noch einmal daran erinnert, welche Erfahrungen das Volk Israel, welche Erfahrungen die Menschen mit Gott gemacht haben. Es wird erinnert an die Zeit in der Sklaverei in Ägypten. Es wird erinnert an den langen Zug durch die Wüste. Und nun beginnt etwas Neues. Mir ist an unserem Satz, der uns heute begleitet, Verschiedenes wichtig. Die Erfahrung, wir haben geschrien und Gott hat gehört und gesehen. Dieses Hören, es ist kein beiläufiges, sondern es ist ein sehr achtsames Hören. Dieses Sehen, ein genaues, beobachtendes Hinsehen. Gott sieht, was uns geschieht. Gott sieht seine Menschen und ist uns nahe. Und das verhindert aber nicht, dass unsere Zeiten schwierig werden. Es ist der Rückblick auf eine Zeit in der Sklaverei. Und Gott hat es gesehen und dann gerettet, aber die Rettung war auch eine anstrengende. Die Rettung aus der Sklaverei, es war ein Weg durch Angst und Mühe, bis es dann in die Freiheit kam. Und auch die Freiheit war und ist anstrengend. Das erleben wir immer wieder, wenn wir selber Entscheidungen treffen müssen, wenn wir selber unseren Weg gehen müssen. Gott ist nahe, auch in schweren Zeiten. Und diese Erfahrung sagt Mose seinem Volk noch einmal, er erinnert noch einmal daran. Das kann uns Mut geben für die Situation jetzt, wo viele von uns voller Sorgen und voller Ängste sind und sich fragen, Gott, wo bist du denn? Die Erfahrung, Gott war da, selbst in der Sklaverei, selbst in der Fremde, Gott war da und hat sehr genau auf uns geachtet. Er wird auch jetzt auf uns achten. Und ein zweiter Teil ist mir noch wichtig. Unser Satz heute steht im Zusammenhang mit der Begründung der Gebote. Gott meint es gut mit uns und darum sollen wir auf das achten, was er uns sagt, sollen seine Regeln einhalten. Es ist keine Gängelei, sondern soll uns zum Leben helfen. Darum achten wir auf das, was Gott von uns fordert, was Gott für uns sich wünscht, dass wir unseren Lebensweg gehen mit den Gaben, die er uns schenkt, dass wir aufeinander achten, voller Liebe und nicht nur auf die Menschen an unserer Seite, sondern auch auf die Menschen, die fern sind und dennoch unsere Nächsten. Gott ist bei uns und so sollen wir leben. Amen. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und lieben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten. Verlass mich nimmermehr. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr,
tu bei mir das Beste, sonst dich zu Schanden wird. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht vergiet, es bleibe ewiglich, so weit der Himmel geht, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erde.